Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, dem heutigen Video möchte ich euch mal den neuen Frozen Money Glitch zeigen. Ja, der Frozen Money Glitch, der ist endlich wieder zurück. Ja, eigentlich sind auch die Steps und das Safe Game auch noch genau dasselbe wie damals. Das hat sich eigentlich nur einen Schritt geändert, aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Ja, mit dem Frozen Money Glitch könnt ihr auf jeden Fall euch kostenlose Fahrzeuge kaufen. Am besten kauft euch am besten die Fahrzeuge voll mit Deluxe und so. Was ihr jetzt nicht machen könnt, ist jetzt zum Beispiel Spezialfahrzeuge kaufen oder eine MOC oder sowas, weil dann werdet ihr einen toten Stellplatz bekommen. Apartment sowas, das funktioniert auch nicht. Wie gesagt, ballert euch dann die Garage am besten voll mit Deluxe. Und wenn ihr das Safe Game und sowas dann alles vorbereitet habt und so, dann können wir eigentlich auch schon direkt losstarten. So, habt ihr das Safe Game auf eure Playstation geladen und GTA gestartet. Solltet ihr mit diesem Auto dann im Story-Modus spawnen, das ist auf jeden Fall perfekt. Falls es nicht der Fall sein sollte, geht einfach mal auf Spiel und dann müsst ihr einfach mal diesen einen Spielstand nochmal neu laden und dann solltet ihr auch mit diesem Auto spawnen. Geht dann einfach auf Online, auf GTA Online spielen. Und dann startet ihr eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. So, sind wir dann in der Einladungssitzung angekommen. Dann können wir diese ganz auch einfach wieder direkt verlassen. Okay, sind wir dann jetzt im Story-Modus angekommen. Dann, ich mache es einfach immer so, ich öffne einfach das Handy, öffne einfach das Taxiunternehmen an, rufe mir ein Taxi, denn wir müssen uns jetzt einfach zur nächsten Peyote-Pflanze begeben. Ich mache das in der Nähe da vom Flughafen, kann ich auch mal ganz kurz auf der Map zeigen, ist irgendwo hier in der Nähe vom Flughafen, wo es genau ist, werde ich euch dann gleich zeigen. Ich setze mir dann einfach dann den Wegpunkt hin in der Nähe vom Flughafen und lasse mich dann einfach vom Taxi schneller hinkutschieren. Da sind wir nämlich da angekommen. Werdet ihr sehen, hier, ich zeige euch einmal die Peyote-Pflanze und den Ort, wo es genau ist. Ihr könnt euch natürlich auch zu jedem anderen Ort begeben. Ich mache es einfach eigentlich immer hier bei dieser Peyote-Pflanze. So, diese Peyote-Pflanze, die fressen wir ganz einfach. Warten kurz ab, bis die Halluzination beginnt. Okay, sobald wir jetzt können, einfach dann Steuerkreuz nach rechts drücken, um die Halluzination dann zu beenden. Und sobald wir dann jetzt hier so einen milchigen Hintergrund bekommen, drücken wir auf Online, hier drücken wir auf Options und dann gehen wir auf Freunde. Und nun suchen wir uns jetzt irgendeinen Freund raus, wo Zuschauen erlaubt ist. Ich suche es jetzt mal hier beim Erstbesten, klappt sogar schon, hier steht Spieler Zuschauen, das ist auf jeden Fall perfekt. Einfach drauf drücken, Details der Sitzung werden abgerufen, diese Meldung wird auf von alleine dann verschwinden. Ist sie dann verschwunden, gehen wir auf Options, auf Online und auf eine geschlossene Freundesitzung. Und ja, das ist auch dieser einzige Part, der sich geändert hat. Diese Meldung, die jetzt kommen, einfach akzeptieren. Normalerweise war es ja so, dass wir einfach in eine Einladungssitzung oder so gehen mussten und ja, diesen Part haben die leider gepatcht, also dieser Part wurde leider gepatcht. Man bekam halt nun endlich einen Ladescreen und ja, mit dieser Methode wird es auf jeden Fall wieder funktionieren. So sind wir dann im Job dann bei unserem Freund angekommen, den Job dann auch ganz einfach wieder verlassen. Dann warten wir jetzt, bis wir in die Lobby geladen werden. Und ja, wenn wir jetzt in die Lobby geladen werden, werdet ihr sehen, wir haben schon ein anderes Outfit an und oben die Levelanzahl, die buggt auf jeden Fall rum. Ihr könnt euch damit auf jeden Fall auch Level abspeichern, würde ich euch auf jeden Fall aber nicht raten. Wie gesagt, ich kaufe mir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Deluxus, um es euch zu zeigen. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon im Frozen Money. Ich habe oben einmal 20 Millionen Bargeld und 79 Millionen auf der Bank. Können wir uns hier mal merken. Ich sage, ich gehe jetzt hier kurz auf Warstock. Kaufen wir dann mal gerade 2-3 Deluxus, um es euch dann einmal zu demonstrieren. So, mir wurde jetzt auf jeden Fall noch kein Geld abgezogen. So, hier müsste ich noch Platz haben. Ihr seht, mir wird kein Geld abgezogen. Ist auf jeden Fall perfekt. Ich kaufe jetzt gerade noch 2. Ich habe immer noch 20 Millionen auf der Bank, auf der Hand und 79 Millionen auf der Bank. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, was ihr euch machen wollt im Frozen Money, dann geht einfach auf Options, auf Online und dann auf GTA Online verlassen. Sind wir dann im Story-Modus angekommen, dann gehen wir einfach wieder in den Online-Modus. Und zwar gehen wir auf Online, gehen wir auf GTA Online spielen und starten eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung.
Okay, jetzt sind wir in der Einladungssitzung angekommen. Dann begeben wir uns einfach zu dieser Garage hin, wo wir uns die Deluxus hingestellt haben, weil wir jetzt müssen wir uns die Deluxus dann einmal umstellen, damit es dann noch final dann abspeichert. Einfach in die gewünschte Garage dann reingehen. Jetzt hier in der Garage angekommen, seht ihr die drei Deluxus, die stehen da. So, begeben uns einmal hinten zum blauen Kreis hin. Und ja, jetzt müssen wir die Fahrzeuge nur einmal umstellen. Jedes Fahrzeug einmal umstellen. Ich mache das lieber zweimal, um nochmal sicher zu gehen. Und ja, mehr braucht ihr da auch nicht zu machen. Und wenn ihr das dann alles umgestellt habt, dann ja, müsst ihr einfach nur die goldene Ladeschnecke erzwingen. Ja, wechselt euch einmal mal ganz kurzes Outfit, dann habt ihr unten rechts die goldene Ladeschnecke. Und wenn diese passiert ist, habt ihr die Autos auch schon abgespeichert. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.